Hallo, heute schminke ich ein Drag Queen Make-up, was ich total toll finde. Ich liebe Travestie-Künstler, ich liebe, wie sie sich schminken und ich liebe, wie sie performen. Es ist einfach nur Kunst. Habt Spaß! Hallo! Viel Spaß mit dem Video! Also, beginnen wir mal. Hier benutze ich ein Gel oder eine Creme von L'Oréal. Oder das heißt Hydra Genius für sensible Haut. Dann möchte ich meine Augenbrauen abdecken mit einem Concealer von Essence. Es hat eine sehr hohe Deckkraft und ich bin sehr zufrieden damit. Dann möchte ich meine Augenbrauen ein bisschen abpudern, weil so halten die Augenbrauen länger oder halten den Tag durch. Ja, das mache ich immer generell, nicht nur für dieses Make-up, sondern auch im Alltag. Das ist ein echt gutes Puder von Maybelline Superstay. 24 Stunden. Ich könnte irgendeinen Augenbrauenstift nehmen. Ich habe hier eins von Primark genommen. Ich finde, das hat eine gute Pigmentierung. Dann habe ich das einfach genommen. Hier benutze ich einfach eine Palette von Liesel Cosmetics, die habe ich mir selber zusammengestellt und benutze diese dunkelblaue Farbe und gebe die auf mein Lid. Schön verblenden, nicht vergessen. Ich benutze eine Palette von Beauty Bay, diese bunte matte Palette. Da benutze ich einfach die dunkelbraune Farbe und verdunkle das ein bisschen. Nicht genug die Farbe, also nehme ich noch eine dunkelblaue braune Farbe von meiner Palette von Liesel Cosmetics. Und dann ziehe ich meinen Eyeliner.
Nochmal diese bunte Palette und nehme diese blaue oder lilane Farbe und gebe sie auf mein Lid. Ich mein Pinsel mit einem Fixing Spray an. Sehr gut und benutze eine Palette auch von Primark, Glitterbomb, und benutze diese schimmernde, weißlich schimmernde lilane Farbe und gebe sie auf meinen Lid. Sehr schön. Und dann gebe ich ja noch einen Glitterprimer, ne? Damit der Lidschatten ein bisschen besser hält. Lidschattenpalette von Tarte. Ich benutze einfach diese Glitterfarbe, einmal in Pink, und gebe sie auf mein inneres Augenlid und das Blaue einfach außen.
Diese dunkelbraune Farbe von Lisa Cosmetics und verdunkeln ein bisschen das Augenlicht.
Und hier benutze ich wieder einen Augenbrauenstift von Primark, den ich mag, der sehr gut pigmentiert ist. Mal ein Make-up oder Grundierung, wie man auch nennt, oder wie man das auch nennt, oder Foundation. Und Primark genommen, ist auch sehr gut, aber es hat mir leider eine zu geringe Deckung. Dann benutze ich gleich einfach das Make-up von Dermacool. Es hat ja eine sehr hohe Deckung. Verdunkle ich wieder mein Auge oder mein Augen-Make-up. Vor kurzem entdeckt, benutze ich ein Contouring Kit für helle Haut, das gibt es auch für dunkle Haut, von Essence. Ich bin richtig begeistert, wie gut pigmentiert das ist.
Hier benutze ich einen Blush oder Rouge von Primark. Ich bin richtig geschockt, wie gut Primarks Make-up ist. Hätte ich nicht gedacht. Aber der ist gut. Hier benutze ich zwei Highlighter, beide von Primark. Einmal Gold Digger und Grunge Club. Das mische ich und gebe es auf meine Wangen. Das ist ein super Highlighter, richtig pigmentiert. Genauso wie die anderen Sachen von Primark, die ich hier benutzt habe. Hell ich das nochmal auf. Ich habe davor einfach einen weißen Kajal benutzt und hier einen weißen Eyeliner. Ich habe es davor erstmal antrocknen lassen und dann drüber halt den Eyeliner und hier wieder. Und hier benutze ich einen Lip Liner von Kiko. Ist auch sehr pigmentiert. Also besser als die anderen, die ich hier benutzt habe. Eine Lidschattenpalette von Beauty's Place. Ich benutze die hellste Farbe, Zuri heißt sie, und highlighte meine Augenbrauen. Aber das ist mir nicht genug und ich benutze die Palette von Alicia Marie, Pixie, die hellste Farbe, und highlighte sie nochmal. Nochmal benutze ich den Augenbrauenstift von Primark. Jetzt sehe ich den Lippenstift von Make-up Revolution. Ist auch sehr gut. Bin richtig zufrieden. Da benutze ich einen Lidschatten in Form eines Eyeliners von Manhattan und tue sie auf meine Lippen, damit sie etwas voluminöser wirken. Dann verdunkle ich das noch mit einem Lip Liner von River de Loop. Dann nur noch fixieren. Das ist auch von Primark. Und dann bin ich gleich schon fertig. Das ist das Endresultat. Hoffentlich hat es euch gefallen. Tschüssi!